Die Navigationssatelliten. Schon im Funkverkehr benutzen wir ja Funkbarken. Sie sehen hier das Prinzip, ein Flugzeug peilt eine Funkbarke oder zwei oder mehrere Funkbarken an und kann sich dadurch auch im schlechten Wetter orientieren. Dasselbe System kann man jetzt auch auf das Weltall ausdehnen. Und zwar können die Satelliten ebenfalls als Peilstationen im Weltall benutzt werden. Und man kann damit die ganzen Ozeane überbrücken. Es ist also eine starke Ausweitung dieses Navigationssystems. Und die Satelliten, die man dafür benutzt, führen den Namen Transit-Satelliten. Es gibt da schon eine ganze Reihe und Fluggesellschaften, auch Schiffsnavigation. Diese ganzen Systeme planen, dieses System jetzt in der Zukunft mit einzubeziehen.